Dann lass mal improvisieren. Ich meine, meine erste Frage, ich glaube, war das letzte Mal auch. Wie geht's dir? Und jetzt würde ich auch gerne wieder anfangen mit, wie geht's dir? Weil es gibt neue Musik von dir, habe ich da gehört, und dann geht's dir doch bestimmt gut. Ja, obwohl mir es sehr viel geht, ne? Also das ist tatsächlich gerade, das Release-Konzert ist ja erst ein paar Tage her, wirklich ein paar, also wenige Tage her, das ist vielleicht die richtigere Formulierung. Und da ist viel, also auch viel gut, aber viel alles auch einfach, ne? Das waren halt krasse Wochen bis Monate jetzt nochmal bis zu diesem Release. Und da waren auch alle Gefühle dabei. Und zwar auch schön achterbahnmäßig in alle Richtungen. Genau. Aber jetzt in diesem Moment, und nur der zählt, wie wir wissen, geht es mir total super. Genau. Okay, Und dann lass uns deswegen doch über schön, das dass wir alles. jetzt sprechen. Und Das ich ist wollte, sehr, genau. sehr passend. Dann lass uns doch direkt über das Album sprechen. Ich meine, Release-Konzert, das habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Da ist ja die Erinnerung jetzt noch sehr frisch, sage ich jetzt mal, weil du ja auch sagst, es ist noch nicht so lange her. Lass uns aber trotzdem erstmal über das Album sprechen. Erzähl mir doch mal was drüber, während ich mir hier so meinen Kaffee trinke. Während du dir hier so deinen letzten Kaffee trinkst. Ui, aber das ist ja jetzt aber auch sehr weit. Was soll ich dir zu dem Album erzählen? Es ist, ich versuche nicht zu sehr auszuschweifen. Es ist ein Album, was es sonst nicht gegeben hätte. Das letzte Mal, dass wir gesprochen haben zum letzten Album, was Ende 2021 war, war alles auch sehr besonders und aufregend, weil noch in der Pandemie, in der vermeintlichen Endsituation der Pandemie, wir haben das Release-Konzert damals als eins der ersten 2G-Konzerte. All dieses Vokabular sagt uns ja heutzutage kaum noch was. Gott sei Dank, So das weit verdrängen wir, weg, glaube ich, ne? alle. Ja. Genau. Und das war da so der aufregende Punkt. Und dann haben wir dieses Konzert gespielt und es war toll, wieder auf die Bühne zu gehen und das zu tun, was ich seit vielen Jahren tue, mit den Menschen, mit denen ich das so gerne tue, vor Menschen, vor echten Menschen und nicht in einem Streaming-Gelöt. Und dann ging doch wieder alles zu. Und das gab große Frustration und Trauer und Schmerz und beleidigt sein und all das, was so dazugehört. Und dann aber eben auch relativ schnell der Moment, okay, was ist das, was wir tun können, nachdem erstmal die ganz Basispunkte, ne, dass vor allem wieder dann auch meine Kinder hauptsächlich bei mir waren, weil auch das ging ja wieder zu zum Teil, war so der Punkt, okay, eigentlich war die Idee, das jetzt zu touren und endlich dieses Album zu spielen, das können wir nicht, das dürfen wir nicht. Es macht auch keinen Spaß mehr, wieder Ja, Nein zu sagen und allen immer zu sagen, ihr kriegt die Karten sonst wieder oder so. Ja. Genau, und dann war relativ komplex der Punkt, was dürfen wir dann aufnehmen, aber nicht in Studios, wo wir sonst arbeiten. Das waren die Bedingungen, dass das nicht ging. Also da waren die Bedingungen so scharf, dass ich nicht im selben Raum hätte singen dürfen, wir nur eine bestimmte Zeit hätten sein dürfen. Wenn der Song dann gerade geil geworden wäre, aber jetzt Zeit zu lüften gewesen wäre, wäre es doof gewesen. Wie auch immer, wir haben dann, ich habe dann Räume gemietet oder nicht Räume, Hallen, also wirklich, ne, Industrie, Veranstaltungsort, den man sonst nie mieten könnte, weil erstens da die ganze Zeit Veranstaltungen wären, die ja aber auch alle gestrichen waren. Und zweitens, weil das auch relativ unbezahlbar wäre, diese Sache mehrere Ja. Tage in Folge zu haben. Das habe ich getan und dann saßen wir da, 10 Meter voneinander entfernt in so Sternform und saßen auch erstmal nur da, haben so unsere Masken abgenommen und dann so, okay, und jetzt? Und haben sozusagen da dann in diesem Stern eine Aufnahmesituation ermöglicht mit In-Ear-Monitoring, also solchen Dingern, ne, Ja. wo wir uns dann aber eben dementsprechend akustisch zumindest fast ineinander saßen sozusagen. Ja. Und das war erstmal ganz schön weird und dennoch kennen wir das ja von der Bühne und dann haben wir angefangen zu spielen. Wir haben erstmal das Album gespielt, was wir nicht spielen konnten, so nicht live, hatten ja eine Show und haben dann geguckt, was gab es noch an Material und haben die Songs gespielt, die nicht auf der Platte sind oder waren auf der Immer-Platte, auf dem letzten Album. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, warte mal, durch diese sehr besondere Stimmung hier kriegen Songs, die nicht auf die Platte gekommen sind, jetzt einen anderen Vibe, als hätten wir die einfach live dazu gespielt.
Und dann, genau, ist diese Idee geboren, da Versionen draus zu kreieren, die es doch wert sind, nicht nur wert sind, eingefangen zu werden, sondern eben auch tolle Albumversionen sind. Ja. Und als das dann neues Leben reinbrachte, ne, nicht nur sich anfühlte, jetzt spielen wir die Show von einem Album, was wir nicht spielen dürfen, vor keinen Leuten, vor uns, Paar, was soll das? War dann so, ach ja, warte mal, da könnte ein Sinn hinter sein, das könnte Spaß machen, das könnte herausfordernd sein, kreativ. Und dann fing ich an, neue Songs dazu zu schreiben. Und so ist dieses Album entstanden, weil es das, ja, also deswegen, es besteht auch aus Songs, die es schon gab, zum Teil. Es Ja. besteht aus ganz neuen Songs und es baut auch soundmäßig eine Brücke, weil wir eben aus dem Live-Spielen nicht vor Menschen, sondern vor uns kamen. Und ist ein sehr besonderes Album, wo es viele Diskussionen gab, schon auch jetzt in den ganzen Promo-Wochen, weil das nicht so eine Neuerfindung und ein ge geplantes Album war, ne? Weil so dieses, eigentlich arbeitest du ja oder ich sehr lange darauf hin und hast auch so kreative, ich will mich neu erfinden Momente oder sowas, ne? So ganz große Drangdinger. Und die gab es da eigentlich nicht. Wir wollten weitermachen. So, das war das. Wir wollten weitermachen. Und so ist dieses Album entstanden. Ja, das So ist ja total viel witzig, weil langsam ich zu der finde, man hört, Entstehung. ja, weil ich finde, es hört sich immer so lustig an, wenn man sagt, ja, ohne Corona hätte es dieses Album nicht gegeben. Ne? Dann hat ja jeder irgendwie so eine Geschichte so im Hinterkopf. Aber wenn man jetzt die Geschichte hört, dann ist das ja, also ohne Corona hätte es das Album ja wirklich nicht gegeben. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja nicht nur Absolut. dahingesagt, das ist ja Genau. wirklich eine Geschichte dahinter jetzt auch. Finde ich voll Real. Ja, spannend, ja. okay. Cool. Ja, weil sonst will man da ja auch gar nicht drüber sprechen und ich will auch gar nicht über Corona und die Zeit sprechen, weil letztendlich konnte ich sowohl familiär als auch dann musikalisch das Beste aus dieser Zeit machen, was ich Ja. machen konnte. Und Ja. dennoch, genau, ist das sehr besonders und toll, Und dass ich es glaube das auch, dass man jetzt sowas nicht gibt. vergisst, ne? Nee, überhaupt nicht. Also Ja. wirklich, also ich kann mich an den Geruch erinnern, ne, dass der Schweiß so lange brauchte, bis er bei uns ankam, jeweils und so. Genau, sehr besonders. Und es geht, wenn man es nochmal so ein bisschen zusammenfasst, es geht ja um Brücken, ne? Habe ich da so Ja, rausgelesen. das ist also so heißt es. Ja, aber es geht ja auch, also in sich, so wie ich es verstanden habe jetzt zumindest, geht es ja auch um Brücken. Und da habe ich hier einfach stehen, welche Brücken baust du denn? Da habe ich auf meiner Ja. schlauen Liste hier unten stehen. Kann man ja in vielen Bereichen bauen, ne? Auch musikalisch. Richtig, und ich würde sagen, da bin ich ganz Hamburger und behaupte, wir haben mehr Brücken als jede andere Stadt. Und so bin ich auch. Und in so vielen Bereichen darf ich das tun. Also es ist ganz krass und da auch dann wirklich schon wieder dann so ein bisschen Zeitsprung zu jetzt gerade Release-Konzert, wo ja auch so ein Konstrukt, ne, das ist ja trotzdem irgendwie ein Kopfkonstrukt und so, und jetzt Leben bekommt dieses Album, ne, und jetzt losgelassen wird und auch die Bedeutung jetzt auf einmal noch mehr Bedeutung bekommt als das, was ich mir dabei dachte. Und genau der Punkt, dass ich für mich entdecken durfte und immer weiter darf, dass ich, glaube ich, ein Mensch bin, der grundsätzlich gerne Brücken baut, sprich Dinge verbindet. So, ne? Und auch Okay. teilweise Orte, die sonst nicht zueinander kommen, zueinander zu bringen. So. Und zwar nicht so auf Zwang, sondern eben eine Brücke zu sein. Und das im Menschlichen, in vielen Situationen ist mir das jetzt dann, weil man, ne, wie auf so ein rotes Auto gerade achtet, drauf guckt, aufgefallen, dass das wirklich ein großer Lebensinhalt von mir ist, wofür ich sehr dankbar bin, weil das was sehr Besonderes ist, finde ich. Und das, glaube ich, eigentlich aus einem Defizit heraus kam, weil ich oft jemand war, der eben das Gefühl hatte, ich bin nie an einer Gruppe zugehörig. Und also, ne, ich konnte immer sehr gut mit sehr vielen Menschen. Und hatte da aber dann oft dieses Gefühl, ach Mensch, aber das ist zum Beispiel hier eine Gruppe, eine Skatergruppe oder so, die sind so extrem homie-mäßig in sich und so. Und ich bin da auch Teil von, aber ich fühle mich eben nicht so, vielleicht auch nicht durch diese Abgrenzung, die Gruppen ja oft haben, ne? Dass die sagen, wir sind das und die anderen sind doof. So, das hatte ich halt nicht. Ich konnte genauso mit den Gothic-Typen rumhängen und Girls so, ne? Und ich konnte genauso mit den Pink Ladies rumhängen, so, ne? Und ich habe genauso mit meinen schwulen Freunden rumhängen können, genauso wie mit den Hip-Hoppern. Und das war oft für die sehr widersprüchlich und für mich auch irgendwo schwer, weil ich dachte, wo ist meine Gruppe? So, wo ist meine eine Gruppe? Die habe ich nicht. Aber heute kann ich das in was Gutes wandeln und genau da das auch musikalisch machen, als auch menschlich zu sagen,
ich darf hier und da berühren und auch Ja. Teil sein und trotzdem genau eine Brücke bauen. Aber wenn man so eine Lebenseinstellung hat, was ja erstmal cool ist, ne? Also was nicht viele, glaube ich, haben, aber was sich für mich zumindest cool anhört, ich glaube, da muss man auch grundsätzlich schon eher ein optimistischer Mensch sein, oder? Wenn man so offen ist anderen gegenüber dann, oder ich, Ja, ich glaube ja, schon. ne? Ja. Doch, glaub, also es hilft. Es hilft. Okay. Und genau, es ist, also wie gesagt, ich finde es immer ganz spannend, aus so einem, wenn man auch aus dollen Gefühlen, die sich erstmal schlimm anfühlen, oder ne, wenn man eben sein Zuhause sucht, was ja so ein anderes Hamburger Ding ist, von wegen, wir haben viele Brücken, und dann behaupten wir auch zusätzlich noch, das Tor zur Welt zu sein. Das finde ich in dem Fall für mich menschlich und eben dann auch schlussfolgerichtig musikalisch toll, aus was eigentlich nicht so geil war, aus dem Gefühl zu sagen, hey, wo bin ich denn zu Hause und wo ist denn meine Gruppe, zu sagen, ich bin hier in der Mitte zu Hause, zwischen euch. Und das heißt, ich bin trotzdem eben nicht alleine, ne? Weil ich kann meine Hand nach da reichen, auf die Seite der Brücke und habe da Menschen, als auch nach da. Das ist okay. Das ist vollkommen, Ja. also das ist sogar sehr viel. Das ist gar nicht nur okay, das ist sogar was sehr Besonderes. Und das finde ich schön, dass ich aus was sich eher negativ anfühlte, was für mich sehr Positives machen konnte. Was auch bei Also dem Album heißt, passiert ist. ich wollte eben sagen, also heißt das, das Album ist sehr persönlich, ja? Ich meine, bei meinem Ja. letzten Album hieß es auch schon, das ist sehr persönlich, aber das ist auch nochmal persönlich Heißt es persönlich, ja hört bei sich für mich jedem an. Album, sagen alle, und es stimmt ja auch meistens sogar trotzdem. Ja, Aber nee, ihr ja, müsst das lachen. Ich ist hatte auch sehr letztens persönlich. wirklich Künstler, die gesagt haben, so, nö, eigentlich, ne, so nach dem Motto, so persönlich ist es jetzt auch nicht. Deswegen, aber bei Okay. dir hat sich das jetzt wirklich so nach einer Botschaft halt wirklich angehört, ne? Also von daher. Es ist persönlich, und dennoch gibt es natürlich gerade in Albumform auch für mich als Künstler und doch in der Weiterentwicklung auch als Songschreiber immer wieder das künstlerische Ich, ne? Was natürlich eben nicht eins zu eins ich bin, aber wo ich reingehe und wo ich auch echt reingehe und wo ich nur reingehen kann, wenn ich Bezugspunkte habe. Aber die auch durch dieses Offen sein und so kann ich mir schnell schnappen. Ich kann mich sehr schnell Ja. reinfühlen in eine Situation und zu denken, wie ist denn das, mal auf der Seite zu sitzen oder so. Und das behandeln eben auch Songs, auch auf diesem Album, wo ich jetzt sage, meine Frau und meine Kinder dann auch manchmal denken, ja, Maggie, ist das jetzt, geht das jetzt hier um uns? Und ich dann sehr ehrlich sagen kann, nee, no worries, Ja. bei uns ist alles cool. Ja, ich glaube, das ist so das Problem, wenn man so einen Musiker im Bekanntenkreis hat, wenn man sich dann immer so denkt, so bin ich jetzt gemein oder war es doch was Also wie anderes? Autoren, ne? Ganz genau. In der Geschichte denkst du Ja, auch dann, da sitzt immer genau. jemand so beim Kiosk. Oh, ich sitze auch gerne beim Kiosk. Bin ich das? Und Ja. vielleicht bist du die Inspiration, aber in meinem Fall nie eins zu eins. Auch Ja. nicht ich eins zu eins. Genau. Und dennoch sehr Hast du denn persönlich. einen Lieblingssong auf dem Album? Es sind insgesamt 10, glaube ich, meine ich, ne? Glaube ich, meine ich. 10 Stück sind Das es. sind Hast du ein 10, Lieblingslied? genau. Ja, aber das ändert sich die ganze Zeit. Ah, So, okay. also es hat halt damit auch mit dieser ganzen, es ist dann wieder sehr, sehr pragmatisch und promomäßig, wenn du für ein Video, und es gab ja drei Single-Auskopplungen jetzt auch schon vorher, dann Songs teilweise so oft hörst und dann im Videoschnitt sitzt, wie ich das diesmal mit einem ganz tollen Regisseur tun konnte, dann hörst du dir halt den Song, wo du denkst, ja, das ist die nächste Single, das ist der geilste Song, auch echt über, ne? Und bist dann irgendwann so und denkst so, Alter, Okay. jetzt kann ich den aber auch, jetzt kommt er raus. Und ich kann ihn nicht mehr hören. Und jetzt ist zum Beispiel wieder die erste Single, die rauskam von dem Album Der Boden, die im Dezember letzten Jahres so als kleiner Vorbote schon mal kam. Konnte ich lange nicht hören und jetzt finde ich ihn wieder richtig, richtig besonders und er berührt mich sehr und genau, nimmt mich auf mehreren Ebenen mit. Der ist jetzt gerade Ja. wieder sehr doll vibriert in mir so. Aber ist das so, dass man dann, ich frage das auch relativ gerne, weil wenn ein Album jetzt kommt, wie du eben sagtest, du hast jetzt drei Songs, die du schon im Vorfeld veröffentlicht hast, manche machen weniger, manche machen mehr. Ist das wirklich so, dass man sich überlegt, so, jetzt mache ich so ein, ne, so, hallo, das ist mein neues Album, das ist ein Vorgeschmack, so nach dem Motto, ich nehme das Lied, was mir am besten gefällt, oder was, wie du eben sagtest, was ich richtig geil finde, oder hat das irgendwie, was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich veröffentliche jetzt genau die drei Songs? Auch das habe ich mir sehr lebendig gelassen. Also ich habe eine ganz tolle Promo-Agentur, mit der ich arbeite und die natürlich auch gewisse Interessen verfolgen und dann, ne, also Musikindustrie ja dann oft sagt, was ist der Hit? Wir wollen sofort catchen und für Social Media wäre das geil, weil dazu könnte es die Bilder geben und bla.
Das wird auch zu Rate gezogen und das darf auch, es spielt auch eine Rolle. Aber dann sind alle Songs zu einem anderen Zeitpunkt gekommen als ursprünglich geplant. Also der Boden war eigentlich, ist eher so eine Anti-Single und war die erste Single. Und Eine das lag daran, Anti-Single. Was für eine ja, also Anti-Single? ganz, ja, weil ich glaube, ganz viele sagen würden, das ist so ein Albumtrack, wo du halt eher Ach so, Zeit für meinst du? brauchst und wo du Okay, erstmal, ja. wenn du gefangen bist durch eine Single, was ja dann oft der klassische Gang ist, den es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt, dass du gekriegt wurdest durch den Mega-Hook-Song und dann halt auch mal in die restlichen Songs hörst und dann so ein Grower, weißt du, wo dann so nach ein Ja. paar Mal hören du dann denkst so, ach so, na, Jetzt auch gefällt ganz er geil. mir. Genau, jetzt hätte ich mir am Anfang vielleicht gar nicht angehört. Und das ist Ja. der Boden, glaube ich, schon für einen Song. Und dass der dann gerade als erstes Single kam, ist eben sehr atypisch. Und war in dem Fall dem geschuldet, dass ich mit dem Regisseur Videokonzepte entwickelt hatte. Ganz tolle, 3 Stück. Und dann die Zeit aber so verstrich, weil ich noch eine Premiere hatte und so. Und dann war so, okay, damit der Promoplan funktioniert und das im Dezember noch kommt, und nicht in schon Weihnachten, alle sind schon abgehauen ist, brauche ich eigentlich in 4 Tagen jetzt ein Video. Und diese 3 Konzepte, das schaffe ich im Leben nicht zu realisieren in diesen paar Tagen. Und dann saßen wir da und sind über den Weg, wie dieser wahnsinnig tolle Regisseur an Videos rangeht, an Konzepte, nochmal hin und waren so, was kann das Einfachste sein? Und was ist eine Message von einem Song? Und das ist bei dem Boden für mich, wenn ich das so als ein Wort rausnehme, es hat viele, aber ein Wort oder eine Message ist eben vorwärts gehen. Und das fühlte sich dann wieder so, okay, wenn das die Message des Songs ist, ist das doch eine tolle erste Single. So. Und dann war was, wie kann man das bebildern und simpel halten und trotzdem spannend? Ich gehe den ganzen Song vorwärts im Video. Ich gehe einfach und zwar aber auf der Stelle. Und dann war ein Konzept geboren, was realisierbar war in wenigen Tagen. Und dann war das auf einmal die erste Single, weil halt das Paket Social Media und so und Musikindustrie sich wünscht, zur Single wollen wir dann auch ein Video und Fotos. Und deswegen ist das die erste Single geworden. Ja, okay. Gar nicht, weil ich, ja, weil ich da saß und dachte, den nehme ich als erstes, weil der haut euch alle sofort um. Ja, hätte Was ja dann? sein können, ne? Hoffentlich Man weiß trotzdem es ja tun. nicht, Ja, das ja. soll er ja auch. Das kann er auch, darf er auch trotzdem gerne tun. Wie stehst du denn? Ich habe in deiner Pressemitteilung, das fand ich total, nee, witzig fand ich es nicht, ich fand es total interessant, weil KI ist ja auch so ein Thema, ne? Und auch mit diesem Brückenthema, ihr habt das total cool in dieser Pressemitteilung auch verbunden irgendwie. Wie stehst du denn jetzt zu dem Thema? Ich meine, ich bin jetzt auch Texterin. Ich stehe dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Du bist Musiker, ihr seid ja jetzt auch nicht komplett gefeit davor. Bist du da auch so jemand, der sagt, okay, wir müssen jetzt eine Brücke bauen Richtung, es kommt sowieso und wir freuen uns damit an? Oder macht ihr das schon so ein bisschen Muffensausen? Nee, Muffensausen machen wir das nicht. Und toller Übergang, weil das zweite Video zur zweiten Single ist mit KI entstanden. Ach, guck Und mal, also bist du offen für. ja, naja, was, ja, offen definitiv, ne? Und es war vor allem ein Experiment. Es war vor allem, war der wichtige Ansatz für mich zu sagen, wenn man jetzt ein Video mit KI dreht, was natürlich auch jetzt, also wir haben das dann eben Anfang des Jahres getan. Die zweite Single kam, oh Gott, im März, glaube ich. Und Andere Welt heißt die. Und da ist es dann eben so gewesen, dass für mich es auch um das Zeitzeugnis der Entwicklung geht. Also, weil du kannst ja KI real benutzen. Du kannst es aber auch faken, ne? Du kannst ja dann auch sagen, das sieht so aus wie KI oder Naja. das, wie ich tue so, als wäre das KI, was natürlich auch teilweise auch in dem Video passiert. Aber was wichtig war, war den Moment KI, was KI zu dem Moment, wo der Song entstanden ist, kann, einzufangen visuell. Und das war mega spannend, weil das nämlich ganz viel Chaostheorie bedeutet. Und das für mich auch vielleicht nochmal zusätzlich nicht Ängste, die ich hatte, weil ich hatte eigentlich per se keine Angst davor, aber dennoch so ein bisschen relativiert hat, was macht denn KI? Ne? Das Spannende ist, dass wir Sequenzen brauchten, der Refrain sollte KI sein, beide, und das sind so 40 Sekunden. Und das kann KI zum Beispiel nicht. KI konnte zu dem Zeitpunkt nicht 40 Sekunden gefilmtes Bildmaterial in irgendwas umwandeln. Es gibt eine verschiedene künstliche Intelligenzen und ich habe da halt ganz viel recherchiert und gelernt und dann auch mit Leuten zusammengearbeitet. Bild zu Bild, Foto, alles möglich. Aber das ist halt ein Frame, also ein Bild. Ja. Video zu
Also oder irgendwas ausdenken und KI macht ein Video draus, auch möglich. Aber du nimmst ein Video auf, weil du bestimmte Bewegungen und so weiter haben willst und dieses Bewegtmaterial, was du real aufgezeichnet hast, das mit KI zu bearbeiten und eben nicht mit einer 3D-Animation, sondern KI dann auch so It's Magic machen zu lassen, war halt 15 Sekunden am Stück möglich. Und das Oh, Spannende okay. war, dass das halt der Refrain aber 40 ist und dann sagst du, okay, pass auf. Ich sag der KI einfach dreimal hintereinander, mach mir das und das und das und dann habe Ja. ich ja 40 Sekunden. Aber KI ist halt, lernt die ganze Zeit. Das heißt, ich sage KI, mach mir das, mach mir das, mach mir das, zu dem Bild, same Bildmaterial und sag ihr das eine Millisekunde später nochmal. Und sie macht was anderes. Und das war schon spannend. Das war Ja. schon sehr spannend. Also natürlich ist es nah dran, ne? Aber sie lernt die ganze Ja. Zeit und versteht Dinge anders. Sie, es, wie auch immer. Them. Und das ist schon spannend. Also da war das schon toll, sich damit auseinanderzusetzen und einfach in, wie du schon sagst, auch in den Kontakt zu gehen und nicht in Angst, weil da dann auch wirklich zu merken, der Knall ist immer unfassbar. Also was, wo du, das, was so gezeigt wird und wo du denkst, das ist doch unmöglich, dass Ja, das jetzt so genau. geht. Wo man auch Und wirklich dann, wenn Angst du halt kriegt aber, teilweise, ne? Ja. na, weiß, ja, nee, und die Angst wurde mir nochmal ganz doll genommen, weil das, was Consistence ist, wenn du jetzt sagst, KI kann dir einen Satz mega schreiben, aber ein Buch von KI willst du nicht lesen. Das ist so freaky und weird, das noch nicht, ne? Und ein Song Ja. von KI willst du auch noch nicht hören. So. Da brauchst du schon noch Menschen mit ihren Fehlern und mit ihren Unwahrscheinlichkeiten. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst. So. Da Ich sind wir bin wieder bei der auch Brücke. nicht Riesenfan. Genau, sind wir wieder bei der Brücke. Ich Genau. habe mir beide Seiten angeguckt und da sehr konkret mitgearbeitet und finde es eigentlich sehr aufregend. Cool. Wie sind denn die, ich habe jetzt noch genau zwei Fragen. Wie sind denn die Ja. Reaktionen auf deine neuen Songs jetzt gewesen? Ich meine, du bist ja auch auf Social Media unterwegs, und man kriegt ja auch viel mit. Also es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, so, hier ist jetzt meine CD, ich stelle die da ins Plattenregal. Wie haben die Leute reagiert auf deine Songs oder auf das Album? Toll. Und das ist Ja. also, ja, und ich glaube, auch da ist was gar nicht Kalkül war, aber was irgendwie ja Teil der Idee oder was passiert ist, wenn du so willst, dass Leute mitgenommen werden konnten, die immer das Album davor gut fanden. Ne? Also, du hast ja auch oft das, weil du dann dich neu erfindest oder so, dass du dann Leute mit einem neuen Album, weil du dich neu erfindest, was anders machen willst, ja auch abschreckst und sagst, Ja, oder sorry, neue people, ihr gewinnt, ne? fandet. Ja, genau, das ist der positive Teil. Und Ja. vielleicht, und das ist auch das, glaube ich, womit du dich am meisten anfreundest, dass du halt sagst, ja, okay, wer keinen Bock mehr drauf hat, geht, was ja richtig ist. Und die Neuen kommen bitte rein hier in den Laden, Ja. so. Und das Schöne ist, was ich machen konnte, ist, ich glaube, ich konnte die mitnehmen, die das vorher mochten und Leute erreichen, die ich mit dem Vorgängeralbum nicht erreichen konnte. So war Okay. tatsächlich auch die Rückmeldung, ne? Und das, besser kann ich mir das nicht wünschen. Ich wollte eben So. sagen, besser geht's ja gar Genau. nicht, genau. Nee, das ist toll. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, du hast ja auch das Release-Konzert gespielt. Das heißt, die Songs wurden ja Ja. jetzt auch schon live quasi, ne, so Ja. in die Welt geschickt. Ja, wie war's? Doll, sehr doll, weil das Toll. Release-Konzert, natürlich, also die Geschichte endet leider, oder Gott sei Dank, wie das Leben so ist, nicht da, dass das Album so besonders war und die Entstehung so besonders war und die Promo jetzt so besonders war, sondern das Release-Konzert war auch noch. Das macht es natürlich dann auch rund, auch sehr besonders. Es war auch ein Abschiedskonzert. Drei aus meiner Band hören auf. Und Oh. das hat mich ziemlich geschockt und Okay. sehr, hat sehr viel über den Haufen geworfen in dem eigentlichen, jetzt ist es langsam Ja, gesettelt. klar. Die Pandemie ist weit weg. Der Promoprozess läuft. Die Videos sind da. La, 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 la. Jetzt geht es ja nur noch um Live-Spielen. Und nein, geht es nicht. So. Und wir lieben uns. Wir haben in der Formation seit 13 Jahren zusammengearbeitet. Okay. Und mit Tim, meinem lieben Freund und Gitarristen, habe ich seit fast 17 Jahren gearbeitet. Und Okay. ja, genau. Ist ja fast schon wie Und so eine lange Beziehung, die danach zerbricht. Also. das ist schon fast Richtung Silberhochzeit sozusagen. Ja. Wow. Und dann, ja, war. Wir lieben uns Gott sei Dank immer noch,
Aber es ist einfach echt Lebensumstände und es funktioniert nicht mehr. Auch da, weil ich jetzt das jetzt wieder so viel machen darf und so. Und zwei von denen sind jetzt so im Speckgürtel und allein eine Band zusammenzukriegen und so, das ist also im Sinne von, dass man sich trifft und dann auch was macht und so, ist alles nicht mehr so einfach. Und dann haben die mir halt freigestellt zu sagen, spiel es schon mit der neuen Band. Habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, weil der Entstehungsprozess nur mit euch und so besonders war. Wir standen da in diesem 10-Meter-Stern. Ich kann das Release-Konzert nicht mit anderen spielen. Also ich war total auf den Seiten der Medaille, weil ich auch dachte, das mit euch jetzt spielen und dann sagen Release und jetzt geht's los und jetzt endlich Tour, weil wir durften ja beim letzten Album schon nicht Tour. Jetzt dürfen wir, let's go. Und jetzt sage ich, jetzt dürfen wir und tschüss. So. Ist Hart, nein. mega emotional und hart so, ne? Aber es war das richtige, the right thing to do für mich, weil das standesgemäß war und es war unglaublich emotional und wunderschön, auf der Bühne meinen besonderen Menschen Tschüss zu sagen und mit denen zusammen Tschüss zu sagen. Und es war auch fürs Publikum krass. Ich habe das auch erst kurz vorm Schluss sagen wollen, weil ich damit nicht Promo machen wollte, damit nicht. Mit vielem, aber damit nicht. Und dementsprechend war das Konzert, es ist ja jetzt auch erst ein paar Tage her, das wirkt noch sehr lange nach. Aber es war Das glaube ich. das, was es sein, was meine Hoffnung war, was es werden würde, nämlich standesgemäß und wundervoll und sehr, sehr traurig und ganz besonders. Und das ist schon was Gutes zu sagen, glaube ich, zu so einem Sehr cool. Release-Konzert. Aber dann lass uns doch nochmal ganz am Ende noch so ein bisschen in die Zukunft gucken, nochmal so eine Brücke zur Zukunft. Ich habe jetzt gehört, du hast neue Musiker gefunden. Das heißt, es geht ja weiter. Und das Ja. Album ist jetzt da und das Release-Konzert ist vorbei. Gibt es denn Termine für die nächsten Wochen, Monate, Nee, weil so ehrlicherweise, für ja, und mich? das ist genau, nee, weil, und das ist total bescheuert für die Promo, vor an allen Seiten, auch in lauter Radio-Interviews, wo ich sitze, oder auch Presse, wo jetzt, ne, es gibt ganz tolle Fachmagazine, die jetzt Artikel machen mit mir und dann ist das normalerweise steht Tourdaten so und so und das Genau, ist die eine nächsten super Werbung. Termine. Ja, und das ist weil ich halt wirklich für das Release-Konzert jetzt mit meiner alten Band geprobt habe und das nicht übers Herz gebracht habe, parallel mit neuen Leuten. Also das hätte so noch mehr Mixed Feelings da reingebracht. Das ging nicht. Das heißt, wir müssten das jetzt erstmal eine neue Brücke bauen und jetzt nochmal umwandeln aus dem, was wir gespielt haben. Das wird einen kleinen Moment brauchen. Es Ja, ist fühlt ja sich für okay, mich aber ich mega meine, es scheiße an. heißt Naja, ja. was heißt es okay? Ich habe mich dran gewöhnt. So, aber eigentlich ist das nicht okay. Und eigentlich ist es auch nicht dran, weil jetzt darf man ja. Also es wird immer wieder jetzt sozusagen dann so kleine Testpiloten geben mit den neuen Menschen, mit denen ich spielen darf. Und dann halt absurd, dass die Tour oder eben die Konzerte dazu, wobei jetzt immer noch in Diskussion ist, macht man jetzt mit der neuen Band auch direkt wieder ein neues Album? Natürlich werden wir Brücken spielen und auch immer, aber dann gibt es vielleicht eine Trilogie als Tour, wer weiß das schon. Damit Sehr es cool. endlich diese Kultur geben kann und alle guten Dinge sind ja Nummer drei, das wissen wir doch. Ja, super. Nee, dann wünsche ich euch erst noch mal viel Erfolg für das Album weiterhin und dass Danke. das alles so weitergeht. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt die nächste Pandemie in Startlöchern steht. Deswegen bin ich da ganz optimistisch, dass dann zumindest nicht mehr ganz so lange dauert. Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Es hat mich wieder sehr gefreut. Mich auch.